Halli, hallo, hier ist wieder euer Darsteffen zur nächsten Aufnahme von Let's Play Forza Motorsport 7. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dieser Folge und wir legen jetzt gleich mal los mit unserem schönen Jaguar und schauen mal, wie wir mit der Kiste klarkommen. Ich hoffe, die liegt besser auf der Straße als das vorhergehende Auto. Und wo fahren wir? Bathurst. Okay, gleich mal eine anspruchsvolle Strecke zum Anfang. Das ist natürlich sehr schön. Schön wäre es gewesen, wenn ich eine Strecke gehabt hätte, die nicht gleich so anspruchsvoll ist in bestimmten Kurven. Aber das bekommen wir auch hin. Und solange wir auf den ersten drei Plätzen in der Gesamtwertung landen, ist das alles okay. Na, was ist jetzt los? Na? Na? Spiel? Hallo? Jetzt? Ich hasse sowas immer. Ich denke dann immer, das Spiel hängt sich auf. Boah, wie klingt der denn? Wie ein Force klingt das Auto. Heiliger. Wow, die gehen ab. Heiliger. Na, die Autos sind doch locker. Wow. Auf dem Morgen fahren mit der Beschleunigung, was die fahren können. Ich denke mal, das sind die Morgen-Autos. Also so schnell, wie die fahren können. Guck mal an, wie schnell der auf 300 macht. Wo schon bin ich auf 300? Wir sollen ein Auto über die Strecke. Also, die sind echt lebensmüde. Aber es scheint zu gehen mit solchen Autos. Wie auch immer. Also, aber. Ah, na, das kann man schon vergessen. Wenn so ein Auto so beschädigt wird, kann man es vergessen. Dann können die Autos so gut wie nichts mehr machen. Da sind sie sehr unkontrollierbar dadurch. Oh Mann, ich hänge auf dem 10. Platz. Also ich muss auf jeden Fall vorkommen. 3 Runden habe ich dafür Zeit, nach vorn zu kommen. Also, das wird ist auf so eine Strecke echt sau schwierig nach vorn zu kommen, weil du fast keine Überholmöglichkeiten hast. Ich riskiere es mal jetzt hier in der Kurve. Gut, da hätte ich geschafft. Ein etwas unfair und rabiat, aber anders hätte wäre ich nicht drum gekommen. Ohne größere Beschädigungen an unseren Autos. Das passt schon. Jetzt bin ich schon mal Achter. Sind zwar nicht viele Punkte, die man bekommt, aber es ist schon mal okay fürs Erste. Weil ich muss ja erstmal mit den Karren hier klarkommen. Da ist ja langsam was mit dir los. Bist du kaputt? Sau, die Karren brechen aus. Heilige Scheiße, ey. Wow. Verdammt. Die schlittern ganz schön, die Kisten, also. Ohne Scheiß. So, ja. Jetzt noch weiter vorzukommen vom letzten Jahr wird jetzt echt schwierig werden. Ich muss hier einfach aufholen. Toll, das fahr ich geradeaus. Vielen Dank auch. Komm, bleib doch gleich hinter mir. Du hast doch eh total scheiß Beschleunigung mit der Karre und Endbeschleunigung. Guck mal, wie der ab, wie man den abzieht. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Uah. Das haben wir auch vergessen, die Kurveneinfahrt. So, neuer Versuch, neues Glück, neuer Versuch, oder keine Ahnung, wie rum man das spricht. Also hier bei den Rennen kann ich nicht gerade viel über irgendein Thema reden. Da muss ich mich ja echt voll aufs Fahren konzentrieren. So gut wie... Ah. Geht doch gar nicht mit solchen Karren über so eine Strecke zu fahren, ey. Wie soll das klappen? Oh ja, backt an der Wand fest. Was ist das für ein Scheiß? Mein Gott. Das ist schon genug, dass ich den 7. Platz akzeptieren muss hier jetzt in dem Rennen. Die Strecke von an sich an, ja schön, aber für solche Autos total ungeeignet.
Ohne Mist. Für solche Autos ist die Strecke gar nicht gut geeignet. Du bist mehr am Bremsen als am Gas geben. Boah, ey. Hier. Babs. Auf der Seite ist ja wenigstens noch okay, weil es dich dann wieder zurück auf die Straße schleudert. Und hier die Kurve musst du bekommen, weil dann, wenn du sonst im Reifenstapel landest und dann kannst du es auch vergessen. Ich halte da hinten alle auf. Scheiß drauf, was soll's. Hauptsache, ich halte jetzt den siebten Platz wenigstens noch irgendwie. Oh, Alter, ey. Ich kann es also wirklich durch die Kurve rollen lassen und dahinter erst bremsen. Wenn ich davor schon bremse. Vor der Kurve. Das Auto bei der Kurvenausfahrt anfangen zu schlingern und keine Chance mehr, ey. Das ist echt rabiat mit der Kiste. Und jetzt muss ich noch eine Runde fahren. Ist das denn euer Ernst? Wie soll ich das noch durchstehen? Meine Hände schwitzen schon wie Sau. Ich habe echt schwitzige Hände gerade. Ich rutsche gerade richtig über den Controller hier unten, wo ich die Hand auflege. Weil ich den Controller hier so krampfhaft gerade festhalte. Und das Auto hier auf der Strecke so halten. Wie sieht es da hinten aus? Gut, da hänge ich auch wieder ab, die Gegner. Sehr gut, nicht wieder abhänge. Aber sie holen ihn schon wieder auf. Sobald ich einen kleinen Fehler mache, holen sie wieder auf. Jetzt müssen wir echt mal ein Feedback an Forza schreiben. Die Strecke ist für solche Prototypes ungeeignet. Zu viele Kurven, zu viele enge Kurven. Man ist nur am Bremsen. Aber ehrlich, für solche Autos ist die Strecke voll ungeeignet, finde ich. Weil das sind so schnelle Autos für die Strecke. Da kann man nicht ordentlich fahren. Echt beschissen. Wow. Mann, du Mann. Wow. Jetzt muss ich auch über den siebten Platz kämpfen hier. Scheiße. Komm, ihr wollt mich doch jetzt nicht verarschen hier. Dass ich doch über den siebten Platz jetzt kämpfen muss. Das ist hardcore. Ich hab's mal probiert, jetzt mit Bremsen hat geklappt. Naja, muss ich mich mit dem siebten Platz zufrieden geben? Die Strecke hat nicht mehr hergegeben, vorzukommen. Aber wenigstens noch unter den Top 10 gelandet. Ich denke mal, mit dem Platz über den Top 10 wäre ich nicht zufrieden gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich echt nochmal neu gestartet. Da hätte ich das dann aufgeben neu gestartet. Weil das hätte ich dann nicht mitgemacht. Siebter Platz, ey. Gott. Der aufgeben gewonnen ist zweiter. Na gut, okay. Das ist noch akzeptabel. So, eine Minute haben wir noch. Da gucke ich doch mal, wie jetzt den Autopaketen. Vielleicht finde ich da ja noch was Schönes. Was anderes kann ich das jetzt eh nicht ausgeben, oder ist das jetzt wert? Ich könnte mal gucken. Nee, warte mal, ich wüsste für was. Oh, jetzt gehe ich noch richtig Geld. Was nehmen wir denn? Den und den, den komm, die Ford F150 seit 2014er Auto. Das nehme ich. Aber ich könnte mal gucken, was das Chevy SS kostet. Das ist auch ein Auto, was mich sehr interessiert und was ich sehr mag. Die Chevy SS. Ich gucke erstmal nochmal hier, was der hat. Aha. 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 Okay. Ja, da werde ich auch immer mal vorbeischauen. Aber ich werde jetzt nochmal nach dem Camaro SS gucken. Was der kostet.
Chevrolet. Ist es nicht der richtige, gell? 120.000. Na gut, brauche ich nicht mehr so viel. Habe ich mal zusammen. Nee, hier ist der richtige. 130, hier ist er. Das ist der ganz neue. Für 130.000. Okay, die bekomme ich zusammen. Das dürfte kein Problem sein. Das dürfte klappen. Jetzt guck mal noch mal im Fuhrpark, was ich da noch drin habe. Weil ich irgendwelche scheiß Karren habe, die ich wirklich nicht brauche, kann ich auch mal verkaufen. Vielleicht bekomme ich da noch ein bisschen Geld zusammen. Das mache ich mal schnell. Obwohl, oh, die Folgenzeit. Hui. Ich sehe, ich muss die Folge schon wieder beenden. Leider ist die Zeit schon wieder um. Und ja, hoffe, euch hat das einen Spaß gemacht. Auch wenn ich diesmal auf einen ziemlich weit hinteren, dass ich jetzt nur im Mittelfeld gelandet bin. Aber das macht den Kampf um die vorderen Plätze viel spannender. Ich sage ciao, bis zum nächsten Rennen. Euer Das Steffen, möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns genau wieder hier zur selben Stelle, selben Welle. Ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein oder das Rennfahrerblut. Das Steffen sagt auf Wiedersehen.